Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies. Willkommen, liebe Finanzgourmets. Hallo, liebe Caro. Hallo, Olli. Braungebrannt zurück aus dem Urlaub. Genau. Hallo, lieber Sascha. Hallo. Heute unser Gast, Sascha Hasterock von der Frankfurter Bankgesellschaft. Sascha, die wichtigste Frage wie immer gleich am Anfang. Welchen Wein hast du uns mitgebracht? Ja, hallo ihr beiden. Schön, heute da zu sein in eurem Podcast. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich habe die letzte Folge vom Andreas Barion gehört und der hat ja letztes Mal keinen Wein mitgebracht. Deshalb habe ich gedacht, ich bringe mal zwei mit, um die Quote hochzuhalten. Sehr gut, sehr gut. Genau, ein Wein, sage ich mal, den ich zuletzt entdeckt habe, der mir der mich beeindruckt hat, den ich jetzt auch gerade jetzt Richtung Sommer wieder sehr gut finde. Und zwar ist es ein Wein, ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Von dem Weingut Liefeld Station. Das ist ein Wein, den hatte ich letztes Jahr irgendwann bei einem Event zum Essen und ich fand den super gut. Der hat so einen richtig mangoartigen Geschmack und ist richtig tropisch und frisch, also ist wirklich sehr, sehr gut zu empfehlen. Und auf der anderen Seite bin ich ja oder komme ich ja aus einer Weinregion, deshalb muss ich auch so etwas die Brille, sage ich mal, hoch oder die Fahne hochhalten, die regionale Brille. Und ich komme ja aus Baden-Baden, aus dem Rebland und aus Baden-Baden und habe euch dann hier mitgebracht einmal einen Riesling-Kabinett in einer Boxbeutelform. Historisch gesehen wirklich auch, du hattest ja mit der Stefanie auch einen Podcast aufgenommen rund ums Thema Weintrivia. Da ist es natürlich schon spannend, auch mal zu sehen, ja, Boxbeutel, so eine Weinflaschenform, die es vielleicht nicht mehr so oft gibt. Und auch wir im Rebland, muss man sagen, sind historisch gesehen eine der wenigen Regionen außer dem Frankenland, was diese Boxbeutelform auch noch nutzen darf für das Thema Wein in Deutschland. Und von dem her habe ich gedacht, ich bringe mal zwei Weine mit, die mir jetzt mal sehr schmecken, ja. Sascha, ich hake da jetzt direkt ein, weil ich habe was gelernt. Ich war ganz, ganz sicher, der gute Boxbeutel wird nur in Franken verwendet und dass ihr im Rebland Baden-Baden das auch dürft, das wusste ich nicht. Danke schon mal für den Hinweis. Ja, kein Problem. Sascha, du bist Senior Portfolio Manager und bevor es um dich geht, möchte ich erstmal eine kleine Lobhudelei machen, beziehungsweise mal was wirklich ganz positiv herausstellen. Weil aus meiner Sicht, du bist ja bei der Frankfurter Bankgesellschaft, das habe ich vorhin schon gesagt, aber aus meiner Sicht hat die Frankfurter Bankgesellschaft vor einigen Jahren zu einem unglaublichen Siegeszug angesetzt, der scheinbar auch in keinster Form zu stoppen ist. Dein Team und du, ihr habt da eine ziemlich gewaltige Rolle und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass viele gar nicht wissen, wovon ich gerade spreche. Und einige, könnte ich mir auch vorstellen, die wissen gar nicht so genau, was die Frankfurter Bankgesellschaft macht. Deswegen wäre es eigentlich schön, wenn du vielleicht als allererstes mal darauf eingehst, worin diese Erfolgsstory liegt. Und ja, was du mit deinem Bereich, was ihr in eurem Team dazu beitragt. Ja, gerne. Also im Grunde genommen, glaube ich, was macht der Erfolg aus, den wir die letzten Jahre hatten? Ich glaube, erstmal gute Arbeit. Ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich auch wichtig, ist vielleicht immer leichter gesagt als getan, aber ich glaube, gerade diese stetige Arbeit, dieses stetige auch sich verbessern, den Kunden, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Dienstleistung anbieten zu können in einem Umfeld, was sehr stabil auch ist bei uns im Haus, was ja, wenn man sich mal den Private Banking Markt in Deutschland anguckt, jetzt nicht mehr so üblich ist, ja, dass man irgendwie skandalfrei, stabile Teams etc. Dort eben auch wachsen kann. Und ich glaube, dass es einfach ein großer Mehrwert war die letzten Jahre, mit dem eben im Sparkassensektor auch, sage ich mal, integriert zu sein, dort eben auch ein sehr, sehr in dem Sektor zu sein, der sehr stark gewachsen ist, der auch weiter stark wachsen möchte. Und ich glaube, da kommt es einfach auch daher, dass man sagt, hey, wie habt ihr die letzten Jahre gearbeitet? Was war euer Fokus dann auch? Dass wir eben nicht auch 500 Produkte anbieten, sondern uns sehr fokussiert haben auch auf verschiedene oder auf einzelne Strategien, die wir anbieten und Dienstleistungen. Und von dem her
glaube ich, ist einfach dieses stetige Arbeiten, dieses stetige sich auch selber nochmal hinterfragen, verbessern, auch den Kundengedanken oder den Servicegedanken im Fokus zu halten über die letzten Jahre, hat, glaube ich, schon sehr, sehr stark zum Erfolg beigetragen. Sascha, kannst du vielleicht, du hast eben das Thema Sparkassen schon mal genannt, kannst du vielleicht mal ganz kurz den Bezug herstellen, was genau die Frankfurter Bankgesellschaft mit den Sparkassen zu tun hat? Also wir sind eigentlich die Privatbank im Sparkassensektor, und zwar die Privatbank, die eben deutschlandweit auch vertreten ist bei den Sparkassen, mit, glaube ich, 80% aller deutschen Sparkassen eben auch aktiv zusammenarbeiten. Und daher sind wir natürlich auch sehr, sehr stark vernetzt eben in den Sparkassen mit den Kolleginnen und Kollegen und natürlich vor allen Dingen aber auch im Bereich Private Banking. Das heißt, sage ich mal, eher auch in den Kundengruppen, die eher etwas höher Klassiker sind bei den Sparkassen, wo wir uns dann eben auch im Private Banking dann auch in den letzten Jahren sehr stark etabliert haben. Mhm. Also das eine ist ja das B2B-Geschäft, was ihr macht mit den Sparkassen, aber ihr macht ja auch Direktmandate, richtig? Bei uns im Haus nicht, nee. Also wir arbeiten ausschließlich mit den Sparkassen zusammen in der Kooperation, entweder eben im White-Label-Geschäft, heißt in der im Asset-Management selber, oder eben auch in der Vermittlung. Aber eigene Mandate pflegen wir nicht. Und ich glaube, das war auch einer der Erfolgsfaktoren, die wir letzten Jahr einfach hatten, dass wir eben keine Konkurrenz sind zu den Sparkassen, ja, oder auch im Sektor. Kein Interessenskonflikt entsteht. Genau, sondern dass wir immer in Zusammenarbeit, ich sage immer so Hand in Hand mit den Sparkassen eben dann auch zusammenarbeiten. Und im Family Office, ihr habt ja auch ein Family Office, da bin ich natürlich super interessiert dran, da auch keine eigenen Kunden, nur über den Sparkassenbereich? Genau, also ich sag mal, das ist auch natürlich unser USP, dass wir eben sagen, wir haben keine eigenen Kunden, beziehungsweise keine Kunden, die jetzt, sag ich mal, bei uns jetzt vor die Tür an die Tür klingeln können und sagen, lasst mich rein bitte, ja, sondern dass wir das alles her mit meinem genau, Geld. Genau, genau, sondern dass wir das alles eben in Kooperation machen. Und ich glaube, das ist eben der Fokus, weil wir schon der Meinung sind, dass so eine Anlaufstelle für die Kunden innerhalb des Sparkassensektors sehr sinnvoll ist, aus unserer Sicht. Und ich glaube, der Erfolg der letzten Jahre, ich will es jetzt auch gar nicht immer zu hoch hängen. Olli, du hattest ja auch sehr große Worte dafür verwendet, für das Wachstum, was wir hatten. Aber ich glaube einfach, dass, wenn man es mal runterbricht, wirklich das Thema ist, wie wir mit den Sparkassen arbeiten und in welchem stabilen Umfeld wir auch die letzten Jahre gearbeitet haben. Und die Performance ist natürlich auch entscheidend. Und es gab ja einige Mitbewerber, die sich vor Jahren in diesem Bereich auch getummelt haben. Unter anderem eine Hamburger Privatbank. Die war auch in diesem Bereich sehr stark. Und da gab es dann ja auch tatsächlich, das ist genau die Kontinuität, die du gerade angesprochen hast. Die ist für nicht nur für die Mandanten, sondern für euch sind ja im B2B-Bereich die Sparkassen die Mandanten. Dass man sich darauf verlassen kann, dass ihr eine stetige Performance erzielt und euren Job macht und halt auch die dementsprechende Information an die Sparkassen auch weiterleitet. Ich habe da noch mal so eine kleine Anmerkung. Es gibt ja immer noch für jemanden da draußen, der sich im Bankenbereich nicht so gut auskennt, ist ja eine Sparkasse eine Sparkasse. Und ich bekomme manchmal Anrufe von Kunden, die dann sagen, Mensch, Caro, die wollen mir hier kein Geld auszahlen. Und so, okay, bei welcher Sparkasse bist du denn? Ja, ich bin gerade in Berlin. Ja, das ist aber nicht die HASPA. So, also da ist für die Leute da draußen, ist es manchmal auch hier in Hamburg, gibt es ja zwei Banken, die also zwei Sparkassen, die hier aktiv sind, manchmal nicht so verständlich. Und dann, was ich auch so erstaunlich finde, ist, dass jede Sparkasse ja auch autark unterwegs ist. Also nicht jede Sparkasse arbeitet mit euch zusammen, nicht jede Sparkasse benutzt das gleiche System. Manche Sparkassen haben gar kein Private Banking, manche haben ihr eigenes Private Banking. Wie geht ihr damit um? Ich finde, das ist wie bei unserer Mandantschaft, die sind ja alle total verschieden. Ich sag mal, da würde ich so etwas auf unser Motto zurückkommen, eine Spur persönlicher. Und ich glaube, das ist eben auch ein Thema, was für uns ganz wichtig ist, wie du schon gesagt hast. Du kannst nicht einfach eine Schablone über jede Sparkasse drüberlegen. Und ich glaube, das ist auch der Fokus, den wir eben auch die letzten Jahre gehabt haben, eben das nicht zu tun, zu sagen, ihr habt jetzt hier ein Thema und wir wollen jetzt das genau so umgesetzt haben, sondern gerade auch in der Zusammenarbeit B2B ist es natürlich unheimlich wichtig, auf der einen Seite die Gegebenheiten erstmal zu berücksichtigen. Das heißt, wie ist jemand aufgestellt, mit dem wir zusammenarbeiten wollen? Wer ist verantwortlich? Wie sind die Entscheidungswege dann auch innerhalb eines Hauses? Und auf der anderen Seite eben unser Produktportfolio so zu optimieren,
dass es eben dann auch für jede Sparkasse oder für jeden Kunden dann eben auch geeignet ist. Und ich glaube, das ist dann immer so ein Trade-off, den man dann irgendwie auch hat, das auszubalancieren. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal sehr persönlich auch mit den jeweiligen Kunden zu sprechen, mit den Sparkassen, um eben auch die Erwartungshaltung auch der Sparkasse auch abzugreifen. Und ich glaube, dadurch, dass wir auch die letzten Jahre auch im Vertrieb sehr, sehr stark aufgebaut haben und in der Betreuung vor allen Dingen auch, ist es, glaube ich, uns total gut gelungen, eben auch die Sparkassen von uns zu überzeugen, egal ob es jetzt eine große Sparkasse ist, eine kleine Sparkasse, eine mittelgroße Sparkasse mit Private Banking, ohne Private Banking. Also ich glaube, da haben wir echt einen schönen Baukasten, den wir den Sparkassen anbieten können, wo jede Sparkasse sich einfach auch ihr persönliches oder ihr Thema raussuchen kann, was sie eben dann auch anbieten möchten, ihren Kunden und Kunden. Also ich bin jetzt Kunde bei einer Sparkasse und habe 20 Millionen Euro bei euch liegen. Kommt dann auch ein Herr Hasterock zu mir und erklärt mir, was im Portfolio los ist? Oder erklärst du den Sparkässlern, was eure Denke ist? Wie wird das transportiert? Es kommt natürlich auch da echt drauf an. Also es gibt Häuser, die wollen eben die Kundenbetreuung bei sich im Haus behalten und möchten eben dann auch, sage ich mal, die Kundenbetreuung, die Kundenbeziehung direkt wieder oder immer noch bei sich dann behalten. Und es gibt eben auch Häuser, die setzen eben aktiv auf unsere Expertise, sowohl von unseren Wealth Management Kolleginnen und Kollegen als auch von uns im Portfolio Management. Also das ist wirklich sehr individuell von jeder Sparkasse. Aber im Grundsatz her bieten wir jeder Sparkasse eben auch an, sowohl über Kundenveranstaltungen, über sonstige Themen eben auch sehr auch präsent aufzutreten bei den jeweiligen Häusern. Sascha, können wir noch mal einen Schritt zurück und vielleicht noch mal die Dienstleistungen von euch uns genau anschauen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr bietet einmal Family Office Dienstleistungen fürs ganz gehobene Segment an, was natürlich in keinster Form von der Stange ist, sondern ganz individuell auf die Sparkasse und auf den jeweiligen Kunden wahrscheinlich abgestimmt. Kann man da Haken hinter sagen? Genau, ja. Okay, dann bietet ihr Vermögensverwaltung an für diverse Sparkassen, die keine eigene Vermögensverwaltung haben, bietet ihr eine Produktlösung an, dass die über euch ihren Kunden eine Vermögensverwaltung anbieten können. Auch richtig? Es ist in dem Sinne kein Produkt, sondern eine Dienstleistung, die wir anbieten. Mhm. Das würde ich mal so ein bisschen separieren, weil das schon nochmal eine wichtige Unterscheidung ist in dem Fall dann auch. Aber genau, das bieten wir dann eben auch an, ja. Da muss ich mal kurz einhaken. Ich habe das damals gelernt, dass wir auch nicht das Wort Produkt benutzen dürfen, sondern nur Investmentlösung hieß das bei uns immer. Produkt ist was Negatives, so wurde mir das eingetrichtert. Ich bin da gar nicht so negativ eingestellt auf das Thema Produkt, nur rein technisch gesehen ist es eben kein Produkt. Das ist eher so mein Thema. Also ich bin da gar nicht so, ich habe da gar kein Problem damit, einen Produktnamen zu nennen oder zu sagen, wir haben ein Produkt. Aber im Grunde genommen sage ich mal, unsere Leistung ist ja nicht die Auswahl oder das Management eines Produktes, sondern wir managen ja ein Portfolio für den Kunden. Okay. Und ich glaube, das muss man dann eh nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Produktvertrieb und Produktverkauf und eben Dienstleistung, die erstmal unabhängig ist von irgendeinem Anbieter oder irgendeinem Produkthersteller. Bietet ihr on top dann für kleine Sparkassen auch noch generell das Thema Private Banking an oder hört es da auf, wo wir gerade waren? Nee, wir bieten eigentlich für jede Sparkasse, für jede Größenordnung ein Thema an. Natürlich ist die Frage, ob eine kleine Sparkasse das alles selber machen kann oder möchte. Mhm. Ja, wo man sagt, okay, ich überlasse wirklich die Entscheidungsgewalt rund um den Kunden oder die Entscheidungsthematiken bei mir. Oder ist eine kleinere Sparkasse eher dafür bereit zu sagen, ich nehme mir einen Partner mit dazu aktiv in der Betreuung, in den Gesprächen mit dem Kunden. Das ist immer abhängig von der Sparkasse. Aber ich sag mal, im Normalfall sind es dann doch eher so, ist es, glaube ich, bunt gemischt, muss man sagen, wer was auch anbietet oder annimmt. Im Anbetracht der Zeit, vielleicht sollten wir uns auf das Thema Vermögensverwaltung fokussieren, weil da ganz bestimmt, Caro, auch ganz viele Fragen habe. Sascha, bevor wir dann auf das Thema Vermögensverwaltung kommen, habe ich einen Punkt noch, den ich gerne verstehen würde. Steht ihr dann in Konkurrenz zur DK oder ist es eine Kooperation? Wie passt oder sind das, haben wir die Sparkasse, die DK und die Bankgesellschaft und es ist eine gute
ein gutes Miteinander, Nebeneinander? Wie darf man das verstehen? Ja, es ist eine gute Frage. Im Grundsatz her glauben wir, dass es, glaube ich, für jeden Partner in der Gruppe den richtigen Platz gibt. Und wir glauben auch, dass der Kuchen für alle, glaube ich, groß genug ist. Ja. Mit Sicherheit. Und von dem her, glaube ich, ist das, was wir anbieten, aus unserer Sicht zumindest mal im Sparkassensektor so bisher nicht vorhanden. Eben eine Privatbank, die schon eben eine lange Historie hat, die eben auch jetzt schon ganz lange auch am deutschen Markt unterwegs ist. Und vor allen Dingen muss man sagen, wir sind ja eine Privatbank mit Sitz sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Und gerade dieses Thema, diese Zwei-Länder-Beziehung zwischen Deutschland und der Schweiz, ist, glaube ich, ein Mehrwert und ein USP, den wir aktuell exklusiv bei uns haben. Da würde ich gerne mal einhaken. Wir arbeiten ja auch im Sparkassensektor. Und ich denke, dass das, was Sascha gesagt hat, jeder hat so seine USPs, jeder hat so seine Vorteile. Und das ist ja auch der Vorteil einer Sparkasse. Die kann sich die Investmentlösungen oder Dienstleistungen ja auch selber zusammenpicken. Und ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, der Kuchen groß genug ist und auch nicht jeder Kunde zu einer Frankfurter Bankgesellschaft oder zu einer Deka oder zu einer Honestas oder zu einem anderen Anbieter passt. Und dann kann man sich das auch so selektieren, dass der Kunde auch happy ist. Ich glaube, das macht uns ja auch alle aus da draußen. Sascha, wie kommt denn, also ich verstehe, ihr seid im Verbund sowieso verortet, aber wie kommt denn dann eine Anbahnung zustande, dass die Sparkasse in Weserbergland sich dafür entscheidet zu sagen, wir machen Vermögensverwaltung nicht selber, sondern wir machen die mit der Bankgesellschaft. Wie läuft das? Also im Grunde genommen, sag ich mal, sind ja die Kollegen dann bei uns in der Betreuung dafür zuständig zu überprüfen, hey, hat eine Sparkasse Interesse, gibt es da eben Anknüpfungspunkte, mit denen wir zusammenarbeiten können? Und dann ist es natürlich so, dass wir jetzt ja nicht der gottgegebene Partner für eine Sparkasse sind, sondern wir pitchen natürlich auch gegenüber Konkurrenten. Ja, einige habt ihr ja schon genannt gehabt. Und am Ende des Tages, glaube ich, kommt Sparkasse dann auch drauf an, wer hat denn das beste Angebot und was wir natürlich immer festgestellt haben, wer hat denn auch historisch gesehen gute Arbeit gemacht mit Sparkassen im Sektor. Ich glaube, dass natürlich auch nochmal ein Vorteil ist, dass wir jetzt mit schon ganz vielen Sparkassen ganz lange zusammenarbeiten, teilweise auch ganz eng. Und ich glaube, dann spricht man einfach auch innerhalb der Sparkassengruppe über positive Erfahrungen, negative Erfahrungen. Und sagen wir mal, so schlecht können wir es dann, glaube ich, wenn man das Wachstum anguckt, nicht gemacht haben die letzten Jahre. Und ich meine, ich merke das natürlich auch selber in meiner Funktion jetzt auch. Und ich bin jetzt ja auch schon alter Hase bei uns, muss man sagen, mit knapp 7 Jahre oder fast 7 Jahre Betriebszugehörigkeit, mit wie viel Energie wir intern halt auch die Sparkasse betreuen. Also sprich nicht nur nach außen hin, wie man den Service dann macht, sondern eben auch, wie wichtig uns intern eben auch die Zusammenarbeit ist, wie wir intern die Prozesse aufstellen, wie wir die Teams aufstellen etc., welche Personen auch eingestellt werden bei uns. Also ich glaube, das ist alles sehr stark ausgerichtet eben auf das Thema Sparkasse. Caro? Ihr habt ja auch eine sehr große Expertise und Sparkasse ist wirklich eine eigene Landschaft, auch wenn sie sehr zerstückelt ist. Und ganz wichtig ist immer die Compliance, Revision und Compliance. Das ist natürlich etwas, Sascha, das habt ihr ja schon in der Schublade. Ihr könnt auch auf andere Sparkassen verweisen. Und das ist immer, und Sparkassen sind sehr treue Kunden. Also sind ja auch wirklich immer alle so, also ich liebe die Sparkassenlandschaft, weil die sind alle so herzlich und so dankbar. Und vor allen Dingen, was ich so toll finde, die sitzen da nicht irgendwie in ihren Türmen, also es gibt auch sicherlich große Sparkassen, die auch Türme haben, aber die sind ja am Kunden dran. Und jeden Sparkassler, den du fragst, der ja irgendwie aus dem Private Banking gekommen ist oder versetzt worden ist, sagt immer, oder im Vorstand, sagt immer, mir fehlen die Kunden. Also da schlägt das Herz noch so richtig am Kunden. Das finde ich richtig klasse. Sascha, was muss eine Sparkasse mitbringen, dass ihr mit denen einen Vertrag macht? Für wie viel habt ihr so Volumensvorgaben, wo ihr sagt, also wenn wir mit Weserberg, ich weiß gar nicht, ob es die Sparkasse Weserbergland gibt übrigens, und das war gerade so vielleicht ein schönes, dir, die ja. war so, das ist so ein schönes Synonym, irgendwo in the middle of nowhere. Ist das, wenn die jetzt zu euch kommen und sagen, boah, das würden wir auch gerne machen, macht ihr eine Potenzialabfrage? Ist das entscheidend für einen Vertrag oder wie läuft das? Also jetzt bin ich nicht so stark im Vertrieb bei den Sparkassen mit dabei, dass ich jetzt da eine 100%ige Antwort geben kann. Aber ich sag mal so, am Ende des Tages ist natürlich schon die Situation auch so, dass es allen Partnern Spaß machen muss, eben in so einer Gruppe.
Und ich glaube, das ist der Fokus. Und bisher, glaube ich, ist das Feedback auch bei den Sparkassen so, dass wir jetzt, glaube ich, keine Sparkasse bei uns im Vertrieb oder mit denen zusammenarbeiten, wo man das Gefühl hätte, die mögen uns nicht oder die sind uns nicht wohl gesonnen. Aber wie jetzt genau dann das Potenzial, da bin ich nicht zu wenig im Vertrieb einfach mit dabei. Caro, lass mich noch eine, bevor du dann zu Saschas Technik kommst, lass mich noch eine Frage. Was ist denn dann normalerweise für eine Vermögensverwaltung, die ihr übernehmt, die Minimumgröße? Fangt ihr bei 500.000 an, fangt ihr bei der Million an? Gibt's da eine Richtgröße für euch? Also wir haben eigentlich zwei Größen, kann man sagen. Wir haben einmal das White Label Geschäft, wo ich auch schwerpunktmäßig ja mit der letzten Jahre oder was ich mit aufgebaut habe. Dort sind wir ab 250.000 Volumen. Und im Wealth Management selber, also in der Vermittlung, sind wir bei circa 1 Million oder bei 1 Million knapp, die wir brauchen, um eben auch diese Individualität, die eben auch die Kunden wünschen, eben auch umsetzen zu können. Ja, brauchst du ja auch für gewisse Stückelungen, wenn du im Anleihensektor unterwegs bist. Aber jetzt gehen wir mal mitten rein in die Materie. Erzähl doch mal, so wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie sind die Entscheidungswege? Wie schnell seid ihr? Das finde ich immer so ein ganz wichtiger Punkt. Oder seid ihr auch so ein Laden, wo irgendwie 500 Mal nochmal sich an den Tisch gesetzt werden muss, bevor eine Investmententscheidung fällt? Jetzt bin ich ja von meinem Alter her, glaube ich, auch noch so jung. Also ich würde mich immer noch als jung und dynamisch bezeichnen, glaube ich. Das machen wir auch, ne, Olli? Vollkommen. Hört nie auf. Das heißt, ich würde mich, glaube ich, schwer in einem Unternehmen wohlfühlen, wo ich 78 Entscheidungswege bräuchte, um eine Entscheidung. Ich glaube, und das ist auch was uns, glaube ich, auch sehr stark ausgemacht hat im Portfolio Management die letzten Jahre, dass wir sehr flexibel sind, dass die Hierarchien flach sind, dass die Entscheidungswege auch da relativ klar auch sind. Und ich glaube, das brauchst du in der heutigen Zeit, wenn man sich die Märkte anschaut über die letzten 5, 6, 7 Jahre, zumindest mal seit ich im Portfolio Management unterwegs bin, ist es doch immer ganz gut, auch etwas flexibler zu sein oder sein zu können, wie dass man irgendwie Monate braucht, bis man eine Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist einfach in der heutigen Zeit unabdingbar, schnell und agil handeln zu können. Und für welchen Bereich bist du zuständig? Gibt es bei euch so eine Aufteilung, du machst die Fondsseite und jemand anders macht die Anleihenseite direkt oder wie läuft das? Also in erster Linie bin ich erstmal mitverantwortlich im Team oder mit dem Team zusammen für das White-Label-Geschäft. Das heißt sowohl eben fürs Portfolio-Management, der Mandate, der Strategien, als auch natürlich für das Thema Betreuung, Private Banking Updates zum Beispiel, also Strategie erklären, Strategie näher bringen den Sparkassen. Das ist erstmal so die Hauptaufgabe in dem Sinne, die ich aktuell habe. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt bei uns im Haus für die Vermögensverwaltung in Deutschland und der Schweiz eben auch mitverantwortlich für das Thema der Managerselektion oder Vorauswahl. Und was mir natürlich auch super viel Spaß macht, um da einfach auch ja eine gewisse Abwechslung mit reinzubringen in den Arbeitsalltag. Aber das sind so eigentlich die großen Hauptaufgaben. Und ich muss auch sagen, der Tag ist damit auch schon ganz gut gefüllt. Also da hat man doch schon einiges auf dem Schreibtisch immer. Sieht ein Portfolio in der Schweiz mit der gleichen Strategie anders aus als eins in Deutschland? Im Grundsatz her nicht. Nee. Also es gibt natürlich so Sonderfälle, gerade die Schweizer, die Kunden, die in der Schweiz gebucht werden, haben natürlich vielleicht öfter mal auch das Thema Schweizer Frankenmandate etc. oder einfach nochmal so individuelle Themen, die mit reinkommen. Aber im Grundsatz her ist unser Fokus schon, dass wir dem Kunden eigentlich die Entscheidung aus Performancegründen abnehmen. Also wir wollen eigentlich nicht, dass der Kunde aus Performancegründen sich für eine Lösung entscheidet oder für einen Standort, sondern wir wollen eben die Performance über all unsere Strategien sehr identisch eigentlich halten. Was ist denn euer USP? Also was ist eure beste Strategie, wo du sagst, da sind wir richtig gut? Im Grundsatz her glaube ich, dass wir sehr gute Aktienselektoren sind, dass wir wirklich auf der Aktienseite sehr, sehr gut allokieren können. Ich finde aber auch, wenn man sich die Rentenseite anschaut, sind wir sehr, sehr stark auch in der Einzelbond-Selektion. Also sprich, sowohl auf der Aktienseite sind wir sehr gut, da haben wir, glaube ich, auch sehr gute Ergebnisse auf der Bond-Seite. Ebenso, also so ein Thema, wo wir besonders stark sind, ist schwierig, weil ich glaube, dass, wenn man sich auch unsere Strategien anschaut über die letzten Jahre, haben wir, glaube ich, in jeder Strategie eine sehr, sehr gute Performance geliefert. Sascha, du sagtest eben, dass du auch für die Fondsselektion oder für die Fondsmanager-Auswahl
mitverantwortlich bist. Jetzt hast du gerade von Einzeltiteln gesprochen. Wie sieht denn typischerweise ein Portfolio bei euch aus? Wann kauft ihr Fonds? Wann kauft ihr keine Fonds? Wann setzt ihr Einzellinien ein? Gibt es da eine generelle Regel? Also ich sag mal, vom Fokus her ist natürlich unser Thema schon die Einzeltitelselektion. Das heißt, wir haben ungefähr 70% des Portfolios liegen ungefähr in Einzelwerten drin, einfach auch, weil die Kunden das möchten, weil es natürlich auch ja schön ist, auch mal einen Einzelwert zu zeigen. Gerade auf der Rentenseite ist es ja auch nicht mehr so üblich, dass man da sehr aktiv, gerade in den Regionen der Mandatsgrößen, wo wir uns befinden, hast du natürlich sehr selten mal einen Mitbewerber, der mal mit 200.000 oder 250.000 auf einmal 10 Einzelwerte auf der Rentenseite investiert. Das heißt, das ist schon unser Fokus. Aber es gibt natürlich aus meiner Sicht zumindest mal auch sehr gute Gründe, warum man auch einen Fonds einsetzen kann oder soll, sowohl passiv als auch aktiv. Und da haben wir ungefähr ja so eine Quote von 20-30%, wo wir eben mit den Fonds dann eben auch arbeiten können. Und wie ist das Gewicht aktiv versus passiv? Kann man das sagen? Also ich meine, ich bin ja wirklich so ein Verfechter von beidem. Also ich würde mich jetzt gar nicht irgendwie auf eine Seite schlagen. Ich weiß, ich hatte die letzten Wochen und Monate auch immer wieder Diskussionen rund ums Thema ETF, aktiv, was ist besser, was ist schlechter. Ich finde, es gibt Gründe für beides. Ich glaube, wenn ich so unsere Allokation immer anschaue, dann ist natürlich der Fokus bei der passiven Investition eher auf dem Thema Asset Allocation, statt in den Markt reingehen, liquide sein, möglichst flexibel auch arbeiten zu können. Und auf der aktiven Seite bin ich ein Freund auch davon, eben die Manager, die aus meiner Sicht Alpha generieren können in bestimmten Märkten, sei es jetzt Schwellenländer oder auch Small Midcaps auf der europäischen Seite, dort eben auch ein Alpha zu generieren oder diese auch in Alpha generieren zu lassen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber natürlich, wenn ich jetzt einen S&P 500 mir anschaue, ist jetzt die Frage, ob es so viele Manager gibt, die den schlagen können. Und da nutzen wir eher mal wirklich das Thema der ETFs für die taktische Allokation daneben dann auch. Okay. Caro? Ja, der Olli hat sich eine sehr interessante Frage ausgedacht. Und zwar das Thema KI. Nutzt ihr KI für euren Leistungsbereich? Und wenn ja, was? Also die Frage ist ja immer aus meiner Sicht, wie man KI definiert. Ja, ich glaube, das ist ein sehr weit gefächerter Begriff. Ja, manche verstehen darunter Datenanalysen, Daten zusammenfassen etc. Ich glaube, dass das Thema künstliche Intelligenz im Portfolio-Management-Kontext noch in den Kinderschuhen steckt. Ich glaube, da jetzt eine Lösung schon zu haben, wo jetzt alles perfekt läuft, ist, glaube ich, schwierig. Wo wir das natürlich stark nutzen, ist eben die Daten zusammenzuführen, historische Daten zu analysieren, zu überlegen, hey, was macht Sinn im aktuellen Marktumfeld? Wie haben auch Aktien oder Unternehmen performt in bestimmten Marktphasen? Ob man das jetzt... Ja, aber da bin ich bei dir. Das ist ja quasi so das Thema Datensammlung und Datengenerierung, Datenverarbeitung. Für mich ist KI, ich sag jetzt mal, so dass ich sage, Mensch, also wir müssen jetzt unseren Kapitalmarktreport nicht mehr selber schreiben, sondern das wird programmiert und schreibt sich von alleine sozusagen auf Knopfdruck. Briefe werden von alleine geschrieben, Videos von alleine hochgeladen, Kontext wird vermittelt, all sowas. Also da... Ich glaube leider, dass wir auch da, wenn der Siegeszug bei uns Einzug hält, er wird nie den menschlichen Verstand ersetzen. Aber ich glaube, dass man also jetzt in meinem Bereich bestimmt 70-80% der Arbeit abnehmen kann. Und jetzt, ich warte drauf, wirklich, händeringend, dass ich das sowas einsetzen kann. Ich war ja auch total enttäuscht, als ChatGPT rauskam, habe ich auch gleich gesagt, Mensch, hier, da fragen wir gleich mal den Kapitalmarktreport. Oh nee, Caro, das ist der Datenstand von vor anderthalb Jahren. War ich ganz enttäuscht, weil sowas. Aber ja, also das heißt, da seid ihr noch nicht so weit aufgestellt, dass ihr da was nutzt. Also nicht, dass wir das wären, aber ich würde es mir wünschen. Ja, ich glaube dafür, ich meine, wir sind zwar sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und haben auch schon einiges an Assets, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich jetzt auch kein Haus, wo wir, sag ich mal, 25 Programmierer haben, die sowas auch irgendwie warten können, programmieren können etc. Ich glaube, das wird irgendwann kommen und da gebe ich dir recht. Ich glaube, das Thema wird einfach auch bei uns Einzug erhalten. Ich glaube, diese Tätigkeiten, Texte zusammenzufassen, Analysen oder Analystenreports zu lesen, Unternehmensbilanzen zu analysieren, ich glaube, dass der ganze Part schon sehr automatisiert laufen kann in Zukunft. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer fragen, welche Daten gibt man oben rein, damit unten die richtigen Daten rauskommen. Deshalb glaube ich schon, dass es eben nochmal wichtig dann noch ist, dass es... Ja, rubbish in, rubbish out, ne? Jemand gibt... War schon immer genau, so. Genau, der auch
plausibilisieren kann, wo die Daten herkommen. Und ich glaube, gerade wenn man dann über Daten spricht, ist auch das große Thema Nachhaltigkeit einfach ein Riesenpunkt, wo es einfach noch nicht so diese eine Datenbank gibt, wo man das alles rausziehen kann. Das heißt, da wird sich sicherlich noch viel verändern die nächsten Jahre. Ich bin dem Ganzen ehrlicherweise sehr offen gegenüber, weil ich glaube schon, dass es auch hilft, weil man ja auch nicht, ja, man wird ja auch nicht doppelt so viel Personal irgendwann haben, ja, sondern man wird ja auch immer schauen müssen, dass wie man wächst und mit welchem Personalaufwand man wächst. Und natürlich auch die Frage, kriegt man irgendwann auch die Leute, die man einstellen möchte, überhaupt am Markt? Und ich glaube, da hilft Technik und KI in Zukunft schon sehr, sehr stark. Ganz kurzer Einwand zu dem Thema, weil ich bin ein ganz großer Skeptiker, was KI angeht, im Portfolio-Management und in all den Themen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich sehe die Gefahr, ähnlich wie bei Quantenmodellen, dass alle dann in eine Richtung läuft, weil KI letztendlich für alle ja das Gleiche vorgibt. Olli, da bin ich ganz bei dir, aber ich sehe KI nämlich gerade da nicht, also jedenfalls nicht im Portfolio-Management. Nicht im Portfolio-Management, sondern um die ganzen Arbeitsprozesse drumherum. Du darfst dir vorstellen, wir sind ein kleines Haus, wir sind 20 Leute, ja. Wir haben ein Organisationshandbuch, das ist 320 Seiten stark, wir haben eine Byte- und Sicherheitsrichtlinie. Das kostet alles Manpower und das alles sind, also deswegen meine ich diese Dinge drumherum, die unglaublich viel Manpower fressen und auch so viel Zeit. Da freue ich mich schon, wenn ich irgendwann einfach auf den Knopf drücken kann und schreibe, aktualisiere mir bitte das Organisationshandbuch. Okay. Per 31.12.2026, jetzt. Den Punkt nehme ich. Aber Sascha, dann gehen wir nochmal auf KI zurück. Themenfonds, investiert ihr aktuell in KI? Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also im Grundsatz her ist es bei uns so, wir haben unsere breite Vermögensverwaltung investiert nicht direkt in Themenfonds, weil wir da einfach, glaube ich, auch von der Größe teilweise ja schon etwas zu groß sind, von unserer Ordergrößen her. Wo wir natürlich rein investieren, sind eben die KI-Unternehmen oder die Unternehmen, die dieses Thema eben auch nach vorne bringen. Ich sag mal, da gibt es natürlich auch gerade in den amerikanischen Indizes so den ein oder anderen Wert, der natürlich da prädestiniert dafür ist. Themenfonds selber ist eher ein Punkt dafür, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte ein bestimmtes Thema nochmal speziell abgedeckt haben, außerhalb meiner klassischen Vermögensverwaltung, dann bieten wir dort auch einzelne Themenprodukt oder Themenbuckets an, die wir dann auch pflegen mit Produkten. Aber in der Breite her versuchen wir das eher mit größeren oder mit Einzelwerten abdecken zu können in der größeren Vermögensverwaltung. Themenfonds in der großen VV finde ich natürlich immer, das Thema muss dann halt auch funktionieren. Das ist halt immer so das Thema. Wenn ich in einem bestimmten Themenbucket unterwegs bin, dann habe ich natürlich auch eine andere Erwartungshaltung vielleicht an ein Themenprodukt. Ja, wenn ich sage, ich möchte speziell das Thema KI investiert haben, dann bin ich natürlich als Kunde vielleicht auch mal bereit, mehr Schwankungen zuzulassen bei dem Thema, wenn ich wirklich davon überzeugt bin. In der klassischen breiten Vermögensverwaltung bei uns ist natürlich der Kunde erstmal dafür, oder nimmt uns natürlich erstmal dafür wahr, auch sein Vermögen zu stabilisieren und auch das Vermögen wachsen zu lassen, aber natürlich nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das muss man dann nochmal unterscheiden zwischen klassischen Themenprodukten, wo man auch, finde ich, sehr, sehr schön in die Nische gehen kann von Unternehmen. Ja, also gerade in Themenprodukten, die so, ich sage immer, Pure Player sind, das heißt, die wirklich auch mal sehr tief auch in den Sektor reingehen, ja. Aber in der Breite versuchen wir das dann eher mit den größeren Unternehmen dann abdecken zu können. Caro, noch eine Frage zum Portfolio-Management? Ja, im Hinblick auf die Zeit. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Ich könnte ja jeden unseren Gästen stundenlang, tagelang ausquetschen, weil ich das immer alles super interessant finde. Aber ich denke, dann gehen wir zur Gourmet-Ecke. Sonst schaffen wir ja alles gar nicht, ihn auch noch privat zu quälen. Dann, Sascha, dann kommt jetzt der private Sascha. Wo gehst du gerne essen? Verschiedenes. Also ich gehe gerne zum Italiener. Das ist ganz gut. Ich bin aber auch inzwischen, ich weiß nicht, man verändert sich ja auch, was das Essen, glaube ich, angeht über den Laufe der Zeit. Also inzwischen bin ich auch sehr gern in Ramen-Restaurants. Also so japanische Ramen ist so ein Thema, was ich sehr, sehr gerne im Moment mache. Und dann natürlich, ja, das Klassische, wenn man in der Mittagspause nicht viel Zeit hat, mal so Fast Food, irgendwie mal hier ein Burger oder hier mal was. Aber gerade so also Italiener, ja, auf alle Fälle. Und vor allen Dingen auch so seit ein paar Jahren so diese asiatische Küche.
ist so ein Thema, was mir sehr gut gefällt. Du hast in Mannheim gearbeitet, du kommst aus Baden-Baden. Da ist meine Lieblingsregion, die Pfalz, gar nicht so weit weg. Was fällt dir zu der Region ein und bist du da auch immer wieder mal unterwegs? Ja, also dadurch, dass wir natürlich auch dort einige Häuser haben, mit denen wir zusammenarbeiten, ist man da doch immer mal wieder in der Region auch unterwegs. Natürlich, Pfalz ist für mich auch klassisch Wein. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum, dass man da einfach über Wein spricht. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich der super Pfalz-Experte bin, was Wein angeht, aber zumindest mal den einen oder anderen guten Wein habe ich auch schon getrunken. Sascha, kommen wir zum Freundealbum. Jetzt darfst du ganz schnell antworten. Dein Lieblingstier? Löwe. Land? Italien. Farbe? Blau. Dein Lieblingsessen? Schwierig. Ich würde im Moment sagen Ramen. Okay. Dein Lieblingsauto? Porsche 911. Ja, sehr cool. Und die Lieblingsuhr? Lieblingsuhr. Ich finde, ich meine, normal sagt man ja irgendwie, sagt jeder wahrscheinlich Rolex. Ich würde aber sagen, Nomos gefällt mir ganz gut. Okay. Das sind die ganz flachen, ne? Die Skandinavier, die ganz flachen. Nee, aus Glashütte, Deutschland. Okay. Gefällt mir. Ah, ja. Ja, ja. Ja. Jetzt hat Olli ein Bild im Kopf. Caro an dich. Jawohl, Trüffel oder Currywurst? Currywurst. Beyond Meat oder richtiges Fleisch? Ich bin dann doch im Moment noch richtiges Fleisch, ja. Bier oder Champagner? Kommt aufs Event an, aber ich würde sagen, in dem Kontext eher Bier. Vor allen Dingen beim Fußball wahrscheinlich. Ja. Jetzt kommt die psychologische Frage von Olli. Lakritze oder Gummibärchen? Gummibärchen. Marzipan oder Nougat? Achtung, aus der Kombi macht er was. Nougat. Ja, passt. Hund oder Katze? Hund. Hast du einen Hund? Meine Schwiegereltern haben einen Hund und der ist, sag ich mal, da sind wir sehr eng, aber selber ein Hund, das ist zeitlich irgendwie nicht machbar. Die Frage ist netter als hast du einen Porsche, ne? Nein. Wobei, das wäre zeitlich machbar, sagen wir mal so. Schön. Was ist voll peinlich? Wenn man unvorbereitet in ein Meeting geht. Mhm. Und was ist voll eklig? Spinnen. Okay. Wie gesagt, wir wollen dich anders kennenlernen und wir wollen dem Publikum auch die Möglichkeit geben, Sascha, dich wirklich kennenzulernen. Und deswegen kommen wir jetzt zu den richtig privaten Sachen. Und Caro, gebe ich ab an dich. Gerne. Das ist ja auch so eine schöne Frage. Wie warst du denn als Kind? Ich würde sagen, nicht so offen wie jetzt. Ich glaube, ich wäre eher etwas zurückhaltend. Oder als Kind, glaube ich, war ich eher etwas zurückhaltend, eher etwas schüchtern. Ich glaube, das hat sich dann mit meiner beruflichen Entwicklung dann auch sehr stark verändert über die letzten 16, 17 Jahre. Aber ich glaube, ich würde mich eher als schüchtern und zurückhaltend bezeichnen. Zumindest mal als Kind oder wo ich noch in der Schule war, ja. Ja, kann man sich heute jetzt nicht mehr vorstellen. Aber das wandelt sich ja auch, so wie der Geschmack, wie du ja auch schon gesagt hattest. Und was war dein Lieblingsspielzeug? Lego. Oh, Lego habe ich auch geliebt. Es gibt ja so die Lego- und Plemo-Fraktion. Ich war auch so die Lego-Fraktion. Da kann ich euch was ganz Lustiges erzählen, weil ich heirate ja bald und Andrea und ich sollten eigentlich von Thomas Müller getraut werden. Der hat aber keine Lust auf uns, hat jetzt abgesagt und jetzt traut uns Frau Lego. Frau Lego macht den Job jetzt mit uns. Du, dann grüß doch Frau Lego ganz lieb von Sascha und mir. Jawohl. Also ihr Name wird geliebt oder wurde heiß geliebt, obwohl ich finde das auch immer noch. Man kann sich stundenlang mit diesen kleinen Steinchen beschäftigen. Ja. Die haben ja auch einen irre Marketing-Move gemacht, aber das würde jetzt zu weit führen. Also ich gehe jetzt wieder in deine Kindheit. In welchem Fach warst du denn am schlechtesten? Auch wenn es mir auch schweren Herzens, muss ich sagen, Französisch. Warum schweren Herzens? Weil ich immer fand, wenn man Sprachen lernt oder Sprachen kann, ist es super. Aber irgendwie, auch wenn ich an der französischen Grenze sozusagen aufgewachsen bin, in der Nähe vom Elsass, habe ich die Sprache irgendwie, habe ich nie den Kontakt zur Sprache irgendwie gefunden. Also ich habe einen Kunden, der sagt immer, Caro, ich weiß gar nicht, warum die Kinder heutzutage noch Fremdsprachen lernen. Die haben dann später so einen Knopf im Ohr. Jetzt sind wir wieder beim Thema Entwicklung, was das Digitale anbelangt, und dann hast du alles in der simultanen Übersetzung.
Mein Freund heißt ja auch Diepel, also DeepL habe ich ja gelernt. Ich habe es immer Diepel genannt. Das ist auch eine große Hilfe. So, Bundesjugendspiele, Sieger oder Ehrenurkunde? Ich hatte eigentlich immer eher Siegerurkunden. Einmal habe ich es sogar geschafft. Ich weiß bis heute nicht, warum, eine Ehrenurkunde zu ergattern. Ich bin immer noch der Meinung, dass da jemand was falsch in die Tabelle eingetragen hat, weil das Problem war, dass ich jetzt nicht so der Allersportlichste war in der Schule und auf einmal an so einem in so einem Event teilgenommen oder teilnehmen konnte oder musste durch diese Ehrenurkunde, wo ich gnadenlos verloren habe. Das heißt, es war jetzt nicht so mein Level an Fitness, wo ich mich wohlgefühlt hatte. Von dem her ist Siegerurkunde schon ganz in Ordnung gewesen dann auch. Sascha, weißt du, was super angenehm ist, dass du so brutal ehrlich hier bist? Das ist wirklich, das macht Spaß. Das macht sehr, sehr Spaß, wenn unsere Gäste einfach mit sich so im Reinen sind, wie du das gerade machst. Ja, ich kann eben, also ist auch nicht immer ein Vorteil, muss man sagen, wenn man ja, das kommt auch nicht überall immer gut an. Aber ich versuche immer schon so meine Meinung und meine Gedanken auch mitgeben. Oder, aber da bist du hier in einer guten Runde. Wir halten ja alle nicht hinterm Berg und das heißt ihr tatsächlich nicht immer von Vorteil. Aber immerhin wissen die anderen dann immer, woran sie sind. Das ist auch immer so, das wird einem dann ja auch immer gespiegelt. Was war denn dein peinlichstes Erlebnis in der Schule? In der Schule? Ich war als Kind oder in der Schule war ich sehr darin begabt, mir den Arm zu brechen. Und ich bin Linkshänder und einmal hatte ich mir dann die linke Hand gebrochen und musste dann eine Arbeit schreiben, beziehungsweise ich musste dem Lehrer dann die Antworten vorsagen und er hat für mich dann geschrieben. Das fand ich dann schon auch in der Klasse. Aber ansonsten peinliche Erlebnisse, ich glaube, ich stehe da irgendwie überall dazu, was ich gemacht habe. Von dem her peinlich ist mir, glaube ich, generell im Leben sehr wenig eigentlich normalerweise. Wie steht's denn mit dem größten Unfug, den du gemacht hast? Größten Unfug? Gute Frage. Ich glaube, Unfug ist immer so eine Sache. Ich habe halt immer, ja, gerade so Unterrichtsfächer, die jetzt vielleicht nicht so an, wo es eher ums Auswendiglernen geht. Ich glaube, da war ich jetzt auch nicht immer so derjenige, der den Unterricht bereichert hat. Und eher mal Papierflieger oder sowas, ja, was man so macht, dann irgendwie. Das ist ja harmlos. Aber ansonsten. Glaube ich, war so Religion, war so ein Fach, wo ich jetzt nicht unbedingt sehr aufmerksam dann im Unterricht war und eher mal unter den Störern war wie alles andere, ja. Okay, von Religion kommen wir dann direkt zur Beziehung. Du hast eben von den Schwiegereltern gesprochen. Was ist dir denn in der Beziehung wichtig? Ich glaube, da kann ich auch aus der eigenen Erfahrung einfach sprechen, weil wir, glaube ich, jetzt in uns, ich bin jetzt 8 Jahre verheiratet mit meiner Frau, also schon relativ, glaube ich, lange. Also ich sage immer länger als viele anderes ausgehalten haben miteinander. Von dem her bin ich da schon ganz, ganz stolz drüber. Aber ich glaube, was man, was wir gelernt haben, auch die letzten Jahre, war einfach, gerade auch in schwierigen Zeiten, wenn externe Faktoren dazukommen, die man vielleicht als Paar auch nicht beeinflussen kann, dass man da einfach zusammenhält, dass man sich auch gegenseitig unterstützt, ja. Und einfach da den gemeinsamen Weg geht und auch ein gemeinsames Ziel dann irgendwie auch hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das, meine Frau und ich haben das, glaube ich, bisher ganz gut gemacht, auch mit den 2 Kindern, die wir jetzt haben. Und von dem her ist, glaube ich, das Vertrauen einander und auch eben den gemeinsamen Weg gehen zu wollen, auch total wichtig. Wie bist du denn als Vater? Ich würde sagen, streng. Aber gar nicht irgendwie streng aus dem Sinn, dass ich sage, ich möchte alles verbieten, sondern eher aus dem Gesichtspunkt zu sagen, ich finde es einfach total wichtig, bestimmte Werte einfach mitzugeben. Und ich finde es total wichtig und ich glaube ich schon auch, dass ich ein sehr sozialer Mensch bin, von meiner Person her auch. Und das versuche ich halt den Kindern schon mitzugeben. Weil ich glaube, man kann den Kindern nur was mitgeben, was sie später daraus machen, bin ich ganz bei dir. Das liegt bei denen. Ich glaube schon, dass das einfach Sachen sind, die auch in der heutigen Zeit, wenn ich überlege, was so gesellschaftlich passiert etc., dass, glaube ich, so eine gewisse erstmal so eine Bodenständigkeit wichtig ist, also dass man eben auch weiß, wo man herkommt, dass man eben für alles auch arbeiten muss, dass man nichts geschenkt bekommt und dass man dann eben auch auch wenn man Schwächere oder sowas hat, die man irgendwie im Umfeld hat, dass man die eben auch eher unterstützt, wie dass man sagt, hey, das ist jetzt jemand, mit dem ich nichts zu tun haben möchte, sondern dass man eher auf Leute und Menschen zugeht. Ich glaube, das sind so die Themen, die ich einfach den Kindern auch mitgeben möchte in Zukunft. Olli, deine Frage mit der heute besseren Welt? Ja, auf jeden Fall. Sascha, leben Kinder heute
in einer besseren Welt? Also die Kinder, die heute zur Welt kommen? Oder haben die eher ein schlechteres Leben als das, was ihre Eltern, sprich wir, hatten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist total schwierig, verschiedene Ehren miteinander zu vergleichen. Wir hatten das, ich glaube, letztes Jahr hatten wir das mal im Büro diskutiert. Möchte man eher in den 90ern leben, in den 80ern, 70ern oder jetzt? Ja, ich glaube, das alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, im Grundsatz her haben es die Kinder heutzutage schon besser als früher. Ich glaube, die Chancen, die man als Kind hat, sind schon nochmal da. Auf der anderen Seite hat man natürlich heutzutage auch, glaube ich, wenn man in einem Umfeld aufwächst, was einen nicht unterstützt, ist es, glaube ich, schwieriger geworden. Ich glaube schon, dass wenn ein Kind von sich aus schon sehr was machen möchte, wachsen möchte, wenn auch das Elternhaus oder das Umfeld von dem Kind auch das Kind unterstützt, ist es, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Da kann man wirklich, ob du jetzt international studieren möchtest, ob du nur ins Ausland möchtest, ist, glaube ich, viel einfacher geworden. Wenn du natürlich in einem Umfeld aufwächst, was dich nicht unterstützt, wo du selber alles erarbeiten musst und wo du wirklich auch vielleicht nicht den Support hast, ist es, glaube ich, in der heutigen Aufstiegsgesellschaft schwieriger geworden, als Kind aufzusteigen. Mhm. Was ich sehr schade finde, ja. Gute Herangehensweise. Wollen wir zum Beruf gehen, Caro? Das machen wir sehr gern. Dann hätte ich einen Einspieler. Ja. Ich hätte einen super Einspieler vom Oliver Howard von FundView. Und ich habe sehr gegrinst, als er mir den geschickt hat. Hi Sascha, Olli von FundView hier. Ich habe gehört, du bist heute bei Olli im Podcast und ich darf dir eine Frage stellen. Ich hätte aber sogar zwei. Du sprichst natürlich gerade schon mit einem absoluten Profi, aber was macht für dich heutzutage einen guten Vertriebler aus und was muss ein Vertriebler tun, damit du bei ihm den Hörer nicht auflegst? Liebe Grüße und ich bin gespannt. Ja, sehr gut. Danke für die Fragen. Ich glaube, ein Vertriebler heutzutage muss schon, also gerade auch in meiner Position, wenn ich jetzt überlege, mit welchem Vertriebler ich zu tun habe, muss man nicht unbedingt als Produktverkäufer um die Ecke kommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil am Ende des Tages machen wir unsere eigenen Analysen, schauen uns selber die Produkte an. Und ich glaube schon eher, dass es darum geht, auch eben Support zu bieten und einen Sparringspartner zu haben in dem Vertrieb und weniger einen Produktverkäufer, der mir sagt, das Produkt ist jetzt das Beste, weil am Ende des Tages muss es halt auch bei uns reinpassen. Ich glaube, das Thema Sparringspartner, das Thema partnerschaftliches Arbeiten ist, glaube ich, gerade in meiner Funktion sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, was muss ein Sales machen, damit ich nicht auflege? Grundsätzlich muss ich schon den Kollegen auch, oder die Kollegen auch sympathisch finden, dass ich mal den Hörer abnehme und mal 10 Minuten telefoniere. Und auf der anderen Seite, glaube ich, merkt man schon sehr schnell, ob jemand einem was verkaufen möchte und sagen, bitte entscheide heute oder morgen. Und ich glaube, da bin ich doch immer mit den Kolleginnen und Kollegen gut ausgekommen, mit denen man auch so privat ganz gut auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Ich glaube, das ist einfach Banking ist ein People's Business und ich glaube, inzwischen gibt es ganz, ganz viele Anbieter, die gute Produkte auch anbieten, sodass man nicht sagen kann, der eine Anbieter hat jetzt das heilige Produkt im Angebot. So ist es immer auch ein Geben und Nehmen, glaube ich, auch zwischen auch Personalität, die man auch oder die passen muss und eben auch dem Serviceangebot, das der Anbieter auch hat. Ja, wie legst du denn persönlich dein Geld an? Also da muss ich ja nur Krypto. Sparbuch, nein, Spaß, also Sparbuch nicht. In meiner Funktion ist es natürlich immer nicht ganz einfach, da aus meiner Sicht dann wirklich auch sich dann noch privat zu beschäftigen, weil A ist man den ganzen Tag auf der Arbeit, ja, bis die Börse irgendwie geschlossen hat, deshalb versuche ich das schon eher auch verwalten zu lassen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass jetzt keine, dass mein Konto nicht so gefüllt ist, dass ich zu uns als Kunde gehen kann. Das ist leider noch nicht der Fall. Das heißt, ich mache das dann eher über Robos, dass ich sage, ich lege mein Geld eben über Robo-Advisors an, um eben da auch aus Compliance-Themen da gar nicht in das Problem reinzukommen, dass man irgendwas kauft, was man nicht kaufen hätte dürfen, etc. Ich versuche mich da einfach komplett außen vor zu lassen. Dann auch. Sascha, wir machen das mal ein bisschen theoretischer. Die Magdalena Fest von Feri hat mir für dich nämlich auch eine total schöne Frage geschickt. Und dann wird es ein bisschen theoretischer, dann hast du auf einmal gleich viel mehr Geld und dann können wir die Frage nochmal beantworten und mal schauen, wie du darauf reagierst. Es ist dein ultimativer Glückstag. Du knackst den Jackpot und bekommst auf einen Schlag viele Millionen Euro überwiesen. Was machst du als erstes und wieso?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist natürlich wirklich immer theoretisch, weil man, glaube ich, am Ende des Tages nicht das vielleicht dann auch machen würde, was man jetzt auch sagt. Ich persönlich würde, glaube ich, je nachdem, aber auf alle Fälle einen Teil davon spenden. Wir haben da durch auch familiäre Themen auch sag ich mal, Punkte, wo wir, glaube ich, auch ganz gute Spendenzwecke auch hätten, ja, wo ich sage, gerade so Herzzentren etc. ist ein Thema bei uns auch in der Familie, wo ich einen Teil auf alle Fälle spenden würde, dann in dem Fall dann auch. Und natürlich immer die Frage auch, oder ich würde auf alle Fälle schauen, dass ich auch was für die, ja, für den Nachwuchs zurücklegen würde. Also ich würde jetzt nicht alles irgendwie nur ausgeben, ja. Ich meine, mein Haus wird sich auch freuen, wenn es irgendwann abbezahlt ist. Von dem her ist es, glaube ich, auch ein Punkt, was man berücksichtigen müsste. Und ansonsten würde ich es, glaube ich, ganz standardmäßig irgendwie anlegen, ganz langweilig in Aktien, Renten. Das ist, glaube ich, so mein Fokus da. Sascha, und wann geht Autoscout 24 auf und der 911er wird gesucht? Ach, ich finde, dass man muss ja auch Ziele haben im Leben, ja, aber man muss sich auch Wünsche erfüllen. Wünsche erfüllen auch, ja. Wobei ich auch immer sage, ich bin jetzt auch, also klar, also Porsche finde ich schon sehr, sehr gut. Ich finde auch andere Automarken sehr gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht so der Autonah, dass ich sage, das allererste, was ich kaufen würde, wäre ein Auto. Ich glaube, ich würde dann eher erstmal überlegen, hey, was kann man mit dem Geld anderes noch anstellen? Wie kann man es vielleicht auch gewinnbringender anlegen als mit einem Auto? Und das Auto wäre dann eher sowas so als Hobby, wenn man wirklich sagen würde, ich habe alles soweit investiert und bin so zufrieden. Und dann noch, wenn dann noch was übrig ist, dann würde ich mir, glaube ich, auch noch ein schönes Auto holen, ja. Gut. Caro? Ich habe da noch eine kostengünstige Variante. Ganz viele meiner Mandanten haben hinten die 911, meistens bei den Firmen Durchwahlen sozusagen. Und immer wenn eine 911 anruft, Gott sei Dank habe ich die allein programmiert, aber an der Telefonnummer, das ist totaler Wahnsinn, weiß nicht. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich nicht einfach so, früher konnte man ja auch immer mit den Mobilnummern handeln und so, die so einfach zu merken waren. Also, oder auch alles, was chinesische Glückszahlen sind, 88, 66 und sowas. Also da kannst du dir dann sonst wenigstens, kannst du ja mal fragen, ob du bei der FBG dann so eine Durchwahl kriegst, das kostet ja nichts. Aber ist die, also da frage ich euch mal, ist dieses Thema Telefonnummer nicht ausgestorben? Also aus meiner Sicht, also wenn ich überlege, also man hat auf dem Handy, in seinem Notizbuch, hat man, also ich wüsste gar nicht, selbst die Handynummer meiner Frau würde ich nicht auswendig wissen. Also ich auch nicht. Oh, da lege ich sehr großen Wert drauf. Aber, nee, ja, das ist aber wichtig. Ist also, genauso wie, dass die Leute nur noch mit dem Navi fahren. Ja, aber auch so, ich meine, WhatsApp oder sowas ist so ein Standardkommunikationsmittel geworden, aber so eine Nummer mal zu wählen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine Nummer im Privaten zumindest mal gewählt habe, ja. Das ist echt ein ausgestorbenes Thema aus meiner Sicht. Zumindest mal in meinem Alltag, ja. So, dann kommen wir nochmal mit ein, zwei Fragen um die Ecke. Wenn du nicht das tun würdest, was du jetzt tust und du wärst auch kein Lotto-Millionär geworden, was wäre denn dann dein Traumjob? Wenn ich nicht das tun würde, also man muss erstmal sagen, das, was ich jetzt tue, ist schon so in gewisser Weise mein Traumjob geworden über die letzten Jahre. Ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht als Kind aufgewacht und habe gesagt, ich möchte jetzt Portfolio-Manager werden, aber es hat sich so entwickelt und das fand ich eigentlich insofern auch sehr, sehr gut. Ich glaube, und das merke ich auch jetzt, wo wir ein Haus haben, wenn ich, glaube ich, jetzt nicht in der Bankenbranche arbeiten würde, wäre sowas wie Landschaftsbau oder sowas oder Landschaftsbaugärtner so mein Thema, weil mir das zumindest meinem Privaten sehr viel Spaß macht. Ob mir das jetzt nach 20 Jahren auch noch Spaß machen würde, wenn ich es jeden Tag mache, ja, ist die andere Frage, aber so das Thema, so draußen arbeiten, auch was zu erschaffen, ist ein Thema, was mir sehr, sehr viel Spaß machen würde, glaube ich. Richtig cooler Job. Kann ich richtig gut nachvollziehen. Du hast gerade Haus gesagt. Ich ziehe mal was vor. Wie würde dein Traumhaus aussehen und wo wäre es? Also dadurch, dass ich eher jemand bin, der gerne in der Sonne ist, wäre mein Traumhaus wahrscheinlich irgendwo im Süden. Ja, das ist so ein Thema einfach, wo ich sehr, sehr gern unterwegs bin, gerade Italien, Spanien, ja. Also ich glaube, dann wäre schon so eine Finca auf Mallorca, wäre, glaube ich, schon so ein Traumhaus irgendwo, wo man sagen kann, da könnte man dann auch den Lebensabend ganz entspannt verbringen, ja. Ja, okay. Die Caro hat so, und das passt so ein bisschen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das steht dem so im Weg. Woran erkennst du denn im Alltag Inflation? Also wir merken das speziell, wenn wir einkaufen gehen.
Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, glaube ich, wird der Einkaufswagen immer leerer und der Betrag, den man bezahlen muss, immer mehr. Ich glaube, das ist schon ein Thema, wo wir es extrem merken, was jetzt auch nicht so schlecht ist, wenn man davon weniger jetzt zu sich nimmt. Vor allen Dingen bei mir, der die letzten Jahre schon auch etwas mehr auf den Rippen jetzt hat, ist das Thema Fleisch. Ich finde, Fleisch ist unglaublich teuer geworden. Und ich glaube, da merken wir das auf alle Fälle auch, dass das Thema Inflation schon auch in der Breite dann einfach auch ein Thema ist. Oder Qualität. Es kann tatsächlich auch was mit Qualität zu tun haben, dass man eben bewusster Fleisch einkauft und vorher, als man jünger war, Fleisch an anderen Stellen eingekauft hat. Fleisch ist teurer geworden, aber also ich merke bei mir, es ist nicht nur teurer geworden, sondern ich kaufe einfach auch viel hochwertigeres Fleisch. Also das ist so ein Double Whammy am Ende im Portemonnaie. Caro, dann mache ich noch, Sascha, ich würde gern wissen, was war deine geilste Idee im Leben? Und dann gebe ich an die Caro wieder ab, dann darf die nämlich Hosen runter machen. Meine geilste Idee? Ich glaube, wenn ich jetzt zurückblickend mir das anschaue, ist wirklich damals mit 14, 15 mich bei der Bank beworben zu haben. Okay. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was, glaube ich, jetzt auch für meinen weiteren Lebenslauf sehr, sehr vorteilhaft gewesen ist. Also von dem her würde ich das, glaube ich, schon als beste Idee von mir berücksichtigen, ja. So, Sascha, Hosen runter. Ich sag immer, ich gucke nicht hin. Ich finde es auch schön, dass du mir das zugeschanzt hast, Olli. Licht aus. Licht aus. Sascha, schläfst du gut ein oder bist du eher der Grübeltyp? Also, wenn man meine Frau fragen würde, glaube ich, würde sie sagen, hoffentlich bricht kein Krieg nachts aus, weil... Das würdest du nicht merken, wahrscheinlich. Verschlafen und nicht mitbekommen. Auch mit den Kindern ist es so, dass sie eher wach wird wie ich. Also ich schlafe wirklich, wenn ich eingeschlafen bin, sehr schnell und dann wie ein Stein. Singst du unter der Dusche? Ja. Hast du ein Talent, was für nichts gut ist? Das finde ich immer so klasse. Ein Talent, was für nichts gut ist? Mhm. Glaube ich, nee, würde mir jetzt gar nichts einfallen, was für nichts gut ist. Ich glaube, ich bin sehr geduldig. Das ist, glaube ich, so ein Talent, aber das ist manchmal auch nicht unbedingt so hilfreich. Ja, doch, das wenn ist man, schon wenn man zu geduldig ist, ja. Sehr hilfreich. Was war denn deine größte Geldverschwendung? Ich glaube wirklich, wir haben uns jetzt während Corona einen Stepper gekauft und der ist, glaube ich. Ich hab das Gefühl, das sagt jeder. Also ich hab das Gefühl, jeder hat sich irgendwie Fitnessgerät gekauft während Corona. Aber so wirklich guck dir den Kurs der Peloton-Aktie an, dann weißt du auch, dass das der Hype tatsächlich vorbei ist. Also wirklich nur keiner. Also schwierig, ja. Sehr schön. Er hat wunderbare Antwort. Aber ich hab auch versucht, das schon bei eBay zu verkaufen oder bei Kleinanzeigen einzustellen. Aber die Nachfrage nach solchen Themen ist auch eher gering aktuell. Kannst du ja als Kleiderständer benutzen. Und das führt mich zu der Frage, was war denn kleidungstechnisch dein größter Fehltritt? Ach, ich hatte mal damals noch mit einer Ex-Freundin, die hatte mich reingeredet in so eine Tommy Hilfiger Wollweste mit so Knöpfen. die habe ich gekauft und dann in den Schrank getan und seitdem ist die eigentlich seit 10 Jahren oder so im Schrank. Also von dem her ist das, glaube ich, ein Punkt, den ich jetzt nicht mehr so kaufen würde. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Nee. Ganz langweilig eigentlich, ja, aber leider, oder gut, ja, ich weiß nicht, außer mal bei einer Verkehrskontrolle etc. mal drin gewesen, aber sonst eigentlich ganz entspannt bisher gewesen. Was ist für dich Reichtum? Ganz kurz. Reichtum ist, glaube ich, dass man morgens aufsteht und einfach zufrieden ist. Dass man einfach sagt, hey, das ist einfach wird ein super Tag und man ist einfach in der Situation, wo man jetzt ist, zufrieden. Ich glaube, das ist der beste Reichtum, den man haben kann. Und zufrieden sind ja so wenig Leute, das wundert mich immer. Aber jetzt, Olli. Mein Getränk beziehungsweise mein Weingut für dich. Und lustigerweise, irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum das immer wieder passiert, passt das ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich zum Boxbeutel. Du warst letztes Jahr bei den 40 unter 40, die bei Citywire dabei waren und ausgezeichnet wurden. Und dementsprechend ist auch mein Wein für dich ein junger Wilder. Es geht um Nicolas Ollinger, Deutschlands Jungwinzer des Jahres 2023 aus Iphofen. Und das Weingut sagt selbst über seine Weine: Unsere Weine sind charakterstarke Spiegelbilder der jeweiligen
Rebsorten und Botschafter unserer fränkischen Herkunft Iphofen. Finde ich total ein großartiger Marketingspruch zum Thema Wein. Gefällt mir aber. Und das kann ich auch nur bestätigen. Im Anbau befinden sich hauptsächlich weiße Rebsorten, allem voran natürlich Silvaner, aber auch Riesling, nicht ganz so typisch für die Region, und natürlich herrliche Burgunder. Ergänzt wird das Sortiment, deswegen kenne ich das Weingut ja auch, durch einen Spätburgunder. Die meiste Zeit des Jahres wird tatsächlich im Weinberg verbracht, um die bis zu 50 Jahre alten Reben tatsächlich mit den Fingern, mit der eigenen Hände zu bearbeiten. Da wird nichts maschinell gemacht, sondern 100% alles mit der Hand gemacht. Und mein Favorit für dich, wenn du Lust drauf hast, nimmst du den 2022er Chardonnay Iphofer Kronsberg Trocken. Ja, der macht Spaß. Danke dir, hört sich gut an. Und jetzt kommt unsere letzte Frage, immer die schwierigste. Wer ist dein Ohrfeigengesicht der letzten Woche? Mein Ohrfeigengesicht? Das muss ich ja sagen, ich bin im Moment relativ viel auch im Homeoffice. Das heißt, ich bin gar nicht so viel unterwegs, dass ich jetzt sagen könnte hier. Aber ich sag mal, dadurch, dass meine Frau im Gesundheitswesen arbeitet, ist Karl Lauterbach schon jemand, der jetzt... Da hast du ja einen Schwarzen getroffen. Der in meiner Gunst der Stunde nicht unbedingt ganz oben steht, sagen wir es mal so, ja. Der Mann, der zu allem viel sagt, ohne was zu sagen. Großartig. Genau, der redet viel, ohne was zu sagen. Das kann ich auch, aber ich habe nicht so großen Einfluss wie er. Gott sei Dank. Ja. Sascha, hast du noch was für unsere Gäste? Schlussplädoyer? Erstmal vielen Dank für den Austausch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich kann nur jedem empfehlen, auch zu euch in den Podcast zu kommen. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Runde. Und ansonsten, ja, ich glaube, es bleibt spannend auch in der Welt, auf den Märkten. Und ich sage immer, Kopf oben halten und wird schon irgendwie. Ja. Ja, Sascha, es hat uns auch wahnsinnig viel Spaß gebracht. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und vor allen Dingen für deine Insights. Ich glaube, das ist ja auch, was ein Podcast auch ausmacht, neben den Weinempfehlungen auch mal so ein bisschen Insights zu bekommen. Und ja, das ist ein sehr spannendes Feld, in dem du dich bewegst. Und wir hören bestimmt noch ganz viel von dir. Das glaube ich auch. Ich sage auch Dankeschön und liebe Podcast-Gemeinde, bitte wieder einschalten, wenn es heißt, der Finanzgourmet ist live, schaltet die Glocke ein, abonniert uns. Wir freuen uns über eine wachsende Zuhörerschar. Herzlichen Dank und ciao. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.